Was geht, meine lieben Freunde? Euer Little Rabbit LP ist hier wieder am Start. Zu einer neuen Folge Jack and Dexter. Ich muss einmal kurz in die Einstellung, da in der letzten Folge der Spielsound etwas zu laut war. Von daher, das umgehen wir jetzt mal eben schnell. So, sauber. So. Und jetzt fangen wir auch an. Ich habe mich übrigens mal das ein bisschen schlau gemacht. Keine, nicht wundern, ich nehme das immer noch an selben Tag auf. Ich habe aber gerade schon mal die Folge zusammengeschnitten. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was Naughty Dog so entwickelt hat. Also Jack and Dexter ja auf jeden Fall. Hoppala. Jack and Dexter und Uncharted auf jeden Fall ein Teil. Ich weiß nicht, ob sie alle Teile gemacht haben. Und auf jeden Fall Crash Bandicoot, was eigentlich auch jeder kennen müsste. Und natürlich The Last of Us und Left Behind. Und jetzt natürlich auch bald noch The Last of Us Part 2. Also das sind schon so Spiele, die ich auch schon auf jeden Fall gespielt habe, die ich schon in meiner Konsole eliminiert habe. Uncharted war jetzt nicht ganz so mein Fall. Aber sonst, Jack and Dexter fühle ich, Crash Bandicoot fühle ich und The Last of Us halt auch. Bevor die Türkäfer sie holen. So, aber wir machen hier jetzt weiter. Muss die Jacke ausmelken. Oh, ihr seid's. Ich ruhe mich nur ein bisschen aus. Hab den ganzen Tag versucht, diese streitlustigen Kühe zurück in den Pferd zu kriegen. Ein paar seltsame Typen wollten sie schon stehlen. Könntet ihr wohl einem alten Mann helfen und sie in den Pferd bringen? Oh. Wo ist denn der Pferd? Ah, da, okay. Genau, rein da mit dem. So, da ist der nächste. Ja, dreh die Sicht. Die Musik ist auch geil. Na. Einfach rein da. Was dafür? Wie viele sind das? 4 Stück? Okay, noch. Das krieg ich wohl hin. Und rein mit dir. Genau. So! Den hätten wir. Jetzt kommt. Ach lol, ist doch noch einer mehr. Steht da hinten um die Ecke. Ja, der ist einfach zu alt, das ist das Problem. Der sollte sich gut überlegen, ob der weiter Farmerama spielen will, Junge. Ich hoffe, dass es jetzt vom Ton her alles so geht. Ansonsten stelle ich es beim nächsten Mal nochmal um. Beim letzten Mal war ich nämlich etwas leise. Und da bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Eine Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Direkt auf Krawall gebürstet. Da! Gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine Mühe. Nice. Ja. Oh, ist. So kann man das machen. Hier geht das hoch. Moment, was ist denn hier?
kann ich hier irgendwie... Wow, guck dir bloß mal diese irre Skulptur auf den Felsen da drüben an. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich da so rüberkomme. Ich glaube nicht. Oh, hoppala. Das war dumm. Warte mal. Wir testen das mal aus. Vielleicht kommen wir da tatsächlich rüber. Alter. Ich muss mich da echt noch ein bisschen dran gewöhnen, ne? Oh, ich glaube, das geht tatsächlich. Jetzt springt er nicht. Sauber! Das lief ja schon mal. Achso, ich darf bis so lange warten. Nee, never ever. So nicht. Tja, dann muss das wohl noch warten. Verbotener Dschungel. Okay, wir gehen jetzt erstmal am Strand hier lang. Was ist das? Okay. Anscheinend nichts. Was aussieht. Ich weiß gar nicht, kann man nicht auch einfach zur Nebelinsel rüberschwimmen? Sieht jetzt schon crazy aus, ne? Wenn die Eier hier schon so auf dem Weg liegen, dann nehme ich die jetzt auf jeden Fall auch alle mit. 71 Stück habe ich schon. Okay, das ist schon jetzt wieder ein bisschen was anderes. So eine Schlange kann echt wehtun unter Umständen, glaube ich. Ah, okay, das Viech kann ich nicht mehr killen. Ich weiß ja nicht, wo ich lang soll. Die Musik geht aber ab. Ich glaube, die Pflanzen tun mir gar nichts. Nicht wirklich. Ich glaube, ich darf da noch nicht gegenlaufen. Was ist das? Boah! Ja gut. Alter, bin ich zusammengezuckt, ey. Okay. Da jetzt noch weiter. Und hier oben. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Einsatz. Das ist Frosch. Froschi. Froschi! Wo ist Froschi? Da ist Froschi. Komm her, Froschi. LOL! LOL! Verarscht er mich, der Wichser. Ach so, das zählt für jedes Gebiet einzeln. Okay. Also hier diese, ich meine diese Fliegen da jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Wie sie heißen.
Aua. Und weg mit dem. Okay. Wir müssen auf die Spitze dieses Turmes. Scheiße. Boah. Das war schwer runtergefallen, ey. Ja. Na, jetzt geh auch da drauf. Lol, was ist das denn? Ey! Nein! Boah. Das ist nicht so einfach. Ah, hier ist eine Zelle. Sauber. Nice. Okay, und ab dafür. Wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts! Ach Leute, wir sind jetzt in den Turm, in den, ich will jetzt glaub auch Precursor-Ruine. Läuft auf jeden Fall. Ah, nice, da ist noch ein Dinger. Oh, sauber, meine Freunde, sauber. Ich sag ja, ich fühle mich gerade echt wie ein Kind. Das ist no joke. Das ist einfach geil. Gönnen wir uns das Ding auf. Ah. Yes, man. Habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt sind blaue Eco-Öffnungen aktiviert worden. Ich hab doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, sie aufzumachen. Es muss noch andere Orte geben, von denen aus man auch die restlichen Eco-Öffnungen aufmachen kann. Ach so. Hier muss ich weiter. Lol. Ach, das ist ein Boss. Oh. Aua. Wieder einen mitgegeben. Ich
Sehr schön. Okay, ja, der Boss war jetzt natürlich einfach, ne? Aha. Wie das aussieht. Nice, noch eine Zelle. Schwarzer Daumen. Ach so, weil ich die Pflanze gekillt habe. Ach lol, und hier komme ich jetzt raus. Okay, das ist natürlich... Das ist schon cool. Ja, nice, unseren ersten Boss besiegt. Gefällt mir. So, müssen wir hier jetzt machen? Kann ich hier rum? Wir müssen dich mit diesem blauen Zeug aufladen, um die Tür zu öffnen. Steht eine Maschine. Komm, wir klettern auf diese Maschine und zerstören den Spiegel, der den Precursor-Strahl ablenkt. Ah, jetzt sind die ganzen Pflanzen auch tot, die überall waren. Okay. Also anscheinend waren sie doch nicht so freundlich, aber irgendwie haben sie mir nichts getan. Turmdingsbumse, die im ganzen Dschungel verteilt sind, müssen den Eco-Strahl wieder umlenken. Komm, wir basteln mal daran herum. Richte den Strahl aus, indem du den nächsten Turm anpeilst. Ah, ach so, das waren die Dinger. Wir können ja dem Strahl folgen, dann kommen wir automatisch zum nächsten Turm. Das waren Spiegel. Kann ich hier einfach runter? Okay, ich muss dann da aber oben noch mal hoch, um da die Energiezelle zu kriegen. Weil die Energiezelle ist wichtig. Zum nächsten Turm gehen und dort auch den Eco-Strahl wieder anschließen. Sammle einen, der Chat, Junge. Ist da oben jetzt auch noch was? Ja, das ist weg. Ah, okay. Ich musste von da aus hier rüber. Na gut, das muss natürlich auch erstmal jemand wissen, ne? Muss ich aber noch schauen, wo ich mich so aufladen kann, dass das halt reicht für alle. Also für den Weg da hinten hin. Weil ich schon ganz gerne die Energiezelle daraus haben möchte. Ach lol, da vorne war das. Oh, Mist. Hier nicht immer so eine Aufladung. Ach, da ganz hinten. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Weg schaffe. Aua. Aua. Okay, da kann ich einfach runterjumpen.
So, den machen wir auch weg. Die sammeln wir dann an. Die Dinger berühren wir diesmal nicht, also sonst bin ich tot. 192 von den Teilen haben wir da jetzt schon. Das ist cool. LOL! Okay. Kommt die Zelle jetzt her? Jawohl! Du hast alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden! Und? Nice! Sehr schön. Genau, hier ist der Turm. Funktioniert auch ganz gut alles hier. Läuft. So, ich will da aber gleich nochmal in einmal runter, weil ich einmal gucken will, was da hinten noch ist. Da ging es dann noch weiter. Wer da redet? Okay, da unten ist glaube ich jemand. Genau, der ist am Strand, das ist der nächste. Aber dann gehe ich hier jetzt erstmal runter. Ach Leute, was ist ein Angler. Was hast du da im Korb? Ach, nicht der Rede wert. Die Monster da im Ozean haben ein Stück aus meinem Boot rausgebissen und nun verleiben sie sich meinen Fang ein. Egal was ich mache, ich fange hier im Fluss einfach keinen Fisch mehr. Vielleicht ist dein Mundgeruch. Meinst du, kannst das besser? Versuch mal mit dem winzigen Netz Flussfische zu fangen. Kriegst eine Energiezelle von mir, wenn du 200 Pfund von den Viechern fängst. Und ich lass dich und den Knirps hier mein Schnellboot benutzen, um zur Nebelinsel zu kommen. Na, wollt ihr es versuchen? Musst Hans, drei Sachen Stücke wissen, aus meinem wenn der Boot Fisch... rausgebissen. Erstens kannst zwei Arten von Fischen fangen. Ein Pfünder und fünf Pfünder. Zweitens... Lässt du 20 Pfund von den guten Fischen entwischen, du, dann nehme ich dir das Netz weg. Drittens, gibt's giftige Aale im Fluss. Auch wenn du nur einen von den Burschen erwischst, vergiftet er den ganzen Fang. Da kommt Große! Da kommt Große! Gar nicht mal so einfach. Weil die Empfindlichkeit so mega scheiße ist. Ja, 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 komm, komm. Nein. Da kommt Große! Du könntest ein größeres Netz brauchen. Ja, Digga, die gehen da so schnell durch. Boah.
Deine Segel hängen im Wind, Jungchen. Alter. Das soll für Kinder sein? Sehe ich aber anders. Wieder vorbei. Hey, wie soll man das denn schaffen? Die Empfindlichkeit ist immer so für den Arsch. Vor allem, die werden auch immer schneller. Okay. Da kommt Kruse! Da kommt ein Kruse! Ruhig, Junge! Wie der das sagt, das ist so geil. Heide Witzka! Ah, da muss jetzt. Da kommt Große! Boah, Alter, ich muss mich so konzentrieren, ich krieg so Kopfschmerzen davon. Leck mich am Arsch. Ruhig, Junge! Ja, das war normaler, wir sind jetzt bei 7. Ist nicht allzu schlimm. Links! Da kommt Große! Ja, ja. Ruhig, Junge! Ruhig halten! Hast's fast geschafft! Okay. Ihr habt's geschafft! Habt 200 Pfund Bonnig Fisch gefangen! Nicht schlecht für ein paar Landratten. Hier, die Energiezelle. Und ihr könnt euch mein Boot vom Dock im Dorf holen, wenn ihr es braucht. Fischig. Trophäe. Fischi. Jo. Der freut sich hier nass. Jo. Ach Leute, stand da hinten in der Ecke. So, warte mal, jetzt gehen wir hier aber nochmal eben zur anderen Seite, weil vielleicht sah ja auch noch was. Ja, nice, ich wollte gerade sagen, ey. Und die nächste Energiezelle. Sauber. 19 Stück, wir brauchen nur noch eine. Das ist nice. Ich glaub gar nicht, wie warm das in meinem Zimmer ist, meine Freunde. Ungelogen, ich bin so am Ölen. Ich könnte jetzt den Ventilator anmachen, aber den hört man dann bestimmt in der Aufnahme und das möchte ich nicht. Das ist halt, ja. Kann man nichts dran machen. Er lacht immer noch. Der freut sich richtig, der geht richtig drauf ab, ey. Das nächste Mal sammle ich die nicht 200 Pfund, das nächste Mal sammle ich die 500 Pfund. Kollege. Wo ist denn das jetzt? Da. Wir sollten diesem Schwätzer von einem Bürgermeister sagen, dass er verdammt tief in unserer Schuld steht, weil wir den Energiestrahl des Dorfes wieder angeschlossen haben. Ich wollte sagen, pünktlich zur Nacht haben wir wieder Strom. So muss das sein. Pünktlich zum Mittagessen. Zum Abendbrot. Entschuldigung. Hey! Von den alten Fischkopf an, Dog an.
Ja, Moment, das Speedboot schauen wir uns auch noch an. Aber jetzt geht's erstmal zum Bürgermeister. Oh, was für ein wundervoller Anblick. Ich danke euch. Und das ganze Dorf wird mir danken. Und Jungs, dank euch haben wir wieder Strom und meine Wiederwahl ist gesichert. Und dafür, mein Junge, hast du dir eine Energiezelle verdient. Fröhlich leuchtende Spitze. Ihr wollt also etwas spenden? Gut, hoffentlich ein schönes Sümmchen. Juhu! Oh, das ist eine großzügige Spende. Ich hoffe nur, dass diese Energiezelle euren Einsatz gebührend belohnt. Sehr schön. 21 Stück. So muss das laufen. Ihr habt genug Energiezellen gesammelt, um einen Hitzeschild zu aktivieren. Klettert die Klippe hinter dem Haus des Farmers hoch und trefft mich am Eingang zum Fire Canyon. Bringt die Energiezellen mit und beeilt euch. Mein Vater sagt, er habe hier wieder mehr Lurker gesehen. Ja, aber wir wollen noch zur Nebelinsel rüber. Wir müssen ja noch seine Muse holen, oder was das Viech da ist. Shit. Ja, wie ich darüber kommen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ob ich da irgendwie über einen anderen Weg durchkomme, kein Plan. Was ich aber sagen kann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und euer Little Rabbit LP sagt ciao und haut rein. Ach ja, was ich noch vergessen habe, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, positive Bewertung, positives Kommentar. Oder auch allgemein irgendein Kommentar. Wie gesagt, zu einem alten Oldschool-Spiel, was ihr sehr, sehr gerne in eurer Kindheit gespielt habt. Falls ihr in eurer Kindheit schon gespielt habt, kann auch sein, dass ihr das nicht getan habt. Ansonsten das erste Spiel, was ihr jemals gespielt habt. Und ja, scheißegal, ob PlayStation 1, 3, 2, 4, Nintendo oder sonst was. Euer Little Rabbit sagt vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.